So, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Family Mysteries Poisonous Promises. Es spitzt sich ja alles insgesamt so ein bisschen zu. Ich würde fast sagen, wir gehen schon Richtung Fallfinale. Ja, wir sind erst so 2 Stunden in-game. Gucken wir mal, was können wir denn hiermit eigentlich noch machen? Ah, von dem Strange Foto fehlt die Hälfte. Na, ist ja bedauerlich. Okay. Die Bad Guys warten hinter der Tür. Das ist natürlich bedauerlich. Na, das müssen wir irgendwie aufhebeln. Alles klar. Na, da müssen wir irgendwie Kisten hinziehen, damit wir da hochklettern können, weil wir auf gar keinen Fall auf den Truck rauf können oder so. Ja, okay. Was geht denn hier? Na klar, eine Tröte. Das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Eine Box mit Magneten? But it's nailed down. Aber wir haben ein Taschenmesser. Nicht. Oh, Woman. Du hast ein Taschenmesser, du wirst... Frag mich noch, wie das Bikehorn mich weiterbringt, aber... A big hook indeed. Wonder where's the bait? Ach. Plötzlich können wir da an das Ding dran. Okay. Oh nein! Die Pins. Ich hoffe, die waren nicht wichtig. Nee, die sind nur wichtig, damit die scheiß Leiter hält. Unfähiges Stück. Aber dankenswerterweise haben wir jetzt die Zange und können jetzt die Kiste mit den Magneten öffnen. Und Gott sei Dank sind die Pins magnetisch, aber das geht ja nicht. Richtig gut. Nice. So. Dann sind wir also auf dem Dach. Mark and Veronica recorded Stan and the Unknown Man. From up here, probably. Okay, wir müssen irgendwie das Gitter entfernen. Wahrscheinlich nicht mit dem Taschenmesser. Wir haben das Taschenmesser jetzt schon mindestens 2-mal verwendet und haben es nicht verloren. Und warum will sie die Krähen wegscheuchen? Wofür? Ist auch super unauffällig, weißt du? Sie sagt so, wenn ich das Glas kaputt haue... Dann bemerken die mich, aber wenn es plötzlich auf dem Dach hupt, das stört niemanden in dem Lagerhaus. Das ist klar. Was stimmt mit der Frau nicht? Ist das hier? Can't handle it. Too sharp for my taste. Aber da... Okay, das ist auch einfach... Das soll signalisieren, dass da der Griff fehlt, ja? Dieser Griff, der hier liegt. Warum auch immer der hier liegt und nicht an dem Sägeblatt dran ist. Und natürlich mussten wir die Zweige absägen. Damit wir an diese Stange kommen, weil wir da auf gar keinen Fall hätten drumherum gehen können. Und die Krähen wären aber auch mit Sicherheit nicht weggeflogen, wenn wir an den Ästen gesägt hätten. Das macht doch alles gar keinen Sinn. Achso, wir müssen erstmal wieder runter, ne? Wenn ich runter kann.
mit der Stange können wir doch das bestimmt auf... Genau. Wirklich. Hat sich das Ding nicht gerade verändert? Okay. Okay, wir brauchen 12 Behälter mit gefährlichen Flüssigkeiten. Weil wir sonst keine Sorgen haben. Was ist das und was soll ich damit? Ah ja, mal wieder Raumduftspray und damit entfernen wir diesen Fleck. Warum können sich die Behälter verwandeln? Weil die gefährlich sind. Warum sich bei dem Skelett die Hände lösen, wenn man den Kopf drauf setzt, weiß auch niemand. Okay, wir haben zumindest schon mal die Hälfte. Das ist doch toll. Das, Ich freue mich ungemein. Ich erhöhe auf 2/3. Und schwarze Flecken. Ist das eigentlich der letzte Patientin, die hier im Krankenwagen mitgenommen haben? Oder warum haben die hier ein Skelett im RTW? Sollte uns das Sorgen machen? Wahrscheinlich nicht. Okay. Random rumklicken bringt uns nicht weiter, habe ich verstanden. Was ist das eigentlich? Oh, das ist bestimmt irgendein Minispiel, was ich alternativ machen kann, um die Wimmelbildszene zu überspringen, oder? Ja, klicken wir mal nicht drauf. Um unbraven Kindern zu zeigen, was passiert, wenn sie nicht stillhalten? Dafür haben die das Skelett da? Weiß ich nicht. Ich meine, die haben 12 Flaschen mit fragwürdigen Flüssigkeiten. Die kriegen die Kinder auch schon anders zum Stillhalten. Warum steckt hier eigentlich so ein halbes Bein? Weiß das jemand? Gut, wir brauchen noch 2 Behälter. Ich sehe keinen davon. Das Ding gehört auf jeden Fall nicht dazu. Woher wir das wissen? Es klebt kein Warnhinweis drauf, deswegen kann da nichts Gefährliches drin sein. Chloroformtücher in Kindergröße? Hm. Du siehst auch nur noch eine? Dann siehst du zumindest eine. Das ist eine mehr als ich sehe. Zählt das Bier hier unten dazu? Nein. Ist das überhaupt eine Dose? Ich habe keine Ahnung. Was ist Ditte? Nix. Das Ding zählt schon mal nicht. Irgendwas, was sich dauernd ändert? Okay. Ah, hier. Okay. So. Und das letzte.
Warte, ich habe glaube ich noch eine Idee. Nee, habe ich doch nicht. Sah aus dem Augenwinkel nur so aus. Hast du eine Vermutung, was die letzte Flasche sein könnte? Also ja, dass das eh alles keine Flaschen sind, ist klar. Also zum Großteil. Ich sehe hier aber auch grundsätzlich keine Behälter mehr, außer den beiden Sachen, die hier hängen. Und die sind es halt nicht. Das in den linken Rippen vom Skelett, also von uns aus rechts, ist kein Behälter, oder? Das hier? Ne, ich glaube, das ist einfach irgendwas, was dahinter ist. Die Gasflasche hier unten ist es auch nicht. Hätte ja Flüssiggas drin sein können oder so. Das ist auch nichts. Beim Mikroskop geht auch nichts. Achso, ja, wir können auch einfach noch diese Klappe hier aufmachen, da ist was hinter. Gut. Wie ich halt erstmal Liquid AIDS gelesen habe statt Liquid Acid. Schön. Erstmal ein bisschen flüssig AIDS zum Mitnehmen, warum auch nicht? Warum auch nicht? Ist das einer der Bad Guys? Hm. Bestimmt nicht. Nein, sie haben jemanden in den Schrank gesperrt. Schade, dass wir die Säure schon weggekippt haben. Na, damit hätten wir so gut das Schloss aufkriegen können. Endlich ist das Taschenmesser weg. So, wir müssen jetzt aber safe noch den Strom abstellen oder irgendwas dazwischen klemmen, damit das blockiert. Okay. Wodurch auch immer sie das jetzt gesehen hat. Ist das da so ein Mini-Monitor oder so ein Mini-Spion hier oben? Offensichtlich. Okay. Gut, nehmen wir doch diesen Baseballschläger mit. Können wir den hier reinkanten? Okay, perfekt. Dann nehmen wir das mit und das mit. Das Warfhandle kann hier ran. Dann ist der Druck da aus, dann können wir hier hin. Das macht auch alles gar keine Geräusche. Können wir hier an die Kiste. Select the locks until all of them are open. Ah, okay. Und das sind immer... Alles klar. Verstanden. Achso. Nee, nicht verstanden. Ich dachte, das bewegt immer die Nebenliegenden. Aber das tut es gar nicht. Oder doch? Was? Egal. Hauptsache ist offen. Warum genau nehmen wir... Ah, das ist ein Hebel. Ja, klar. Ich wollte gerade fragen, warum wir den alten Lutscher aus dieser Kiste mitnehmen.
Aber es ist natürlich ein Hebel. Ist vollkommen klar. Ach. Stan Gore, hier, hab einen Lolli. Ach so, kannst du gerade nicht. Ja, schade. Aber es wäre so gut, wenn wir ihn jetzt einfach befreien könnten, ne? An den Händen. Aber das Taschenmesser ist weg. Machst du nix. Okay. Waffenbestellung. Stan wollte wohl nicht unterschreiben. Whatever. Kisten sind leer, Waffen sind wohl weg. Wo darf denn unser Hebel rein? Ich meine, hier brauchen wir mal wieder so eine Karte. Das habe ich schon verstanden. Die habe ich aber nicht. Hat er die in der Tasche? Denn hier überhaupt? Okay, die Hälfte davon, locker zwei Drittel davon kann ich nicht identifizieren. Er ist bewusstlos. Na dann, stecken wir nicht. Ich dachte, er möchte vielleicht den Lolli. Nein, jetzt kann ich an seine Tasche, das konnte ich vorher nicht. Und warum ist hier manchmal noch so ein Zahnradsymbol? Aha. Okay. Wisst ihr, was das hier im Portemonnaie sind? Das sind Eintrittskarten für Iron Maiden. Weil er ist in Wirklichkeit 70 Jahre später der Sänger von Wheatus. I've got two tickets to Iron Maiden, baby. Come with me, maybe. Don't say maybe. Ja. Okay, das war furchtbar. Wir benutzen einfach die Keycard und tun so, als wäre das nicht passiert. Finally some luck. Now take them down. Ja, wenn wir den Baseballschläger noch hätten, ne? Dann hebeln wir hier doch mal ab. Hi guys. Looking for me? Ich, nein. Nein, ich sag's einfach nicht. Ist zu schlecht. Selbst für alles, was wir hier schon durchgemacht haben, ist es zu schlecht. Ah ja, und jetzt müssen wir 7-mal das Logo von den Entwicklern finden, ja? Ah nein, wir brauchen 7 Tickets mit dem Logo von den Entwicklern drauf, alles klar. Das ist vollkommen logisch. Was haben wir hier eigentlich noch drin? Hey, ein Teil von dem Foto. Das restliche Portemonnaie schmeißen wir einfach weg. Hier sind Zahlen drauf. Aha, aha, aha. Is that a car freshener stuck in there? Das ist so ein Raum. Wie heißt denn das? Duftbäumchen. Okay, aber was ist... Achso. Hier liegt ein Brief. Das macht vollkommen Sinn. I knew it. They were after... Ja, offensichtlich.
Hat sie jetzt gerade verstanden, dass... Natürlich fehlt einer. Nein, es fehlt keiner. Okay. Das ist einfach nur ein schlechter Scherz.